durch eine handschriftliche Notiz von Reuchlins Schüler Alexander Brassicanus kennen wir nicht nur den genauen Todestag, sondern auch die Todesstunde Reuchlins. Kurt Hannemann entdeckte diese Notiz in der Wiener Nationalbibliothek und übersetzte sie 1963 wie folgt. Die unsterbliche Zierde Deutschlands ist in Stuttgart den irdischen Dingen entrückt worden am 30. Juni des Jahres 1522 nach der Geburt Jesu zwischen der 8. und 9. Stunde. Reuchlin starb also im frühen Nachmittag etwa zwischen 14 und 15 Uhr. Zu dieser Zeit werden wir gerade zu Mittag gegessen haben und für alle Interessierten hier im Haus einen Besuch der Sonderausstellung Schön geschrieben anbieten. Einen zentralen Bestandteil dieser Ausstellung bilden Handschriften, Inkunabeln und alte Drucke aus Reuchlins Wirkungskreis, darunter auch etliche Erstausgaben seiner Werke und zwei Originalbriefe von seiner Hand aus dem Pforzheimer Stadtarchiv. Zur Todesstunde können Sie also, wenn Sie mögen, auch physisch ganz nah an Pforzheims großen Sohn herankommen. Sie alle kennen das aktuelle Programm unserer Tagung und die meisten dürften auch den kleinen Text gelesen haben, der beschreibt, warum der Kongress den Titel Phönix Reuchlin trägt. In diesem Text ist auch das Ziel der Tagung formuliert, nämlich die Ausprägungen und den Wandel der Reuchlin-Bilder durch die Jahrhunderte zu verfolgen und kritisch zu hinterfragen. Das Bild des Phönix, der aus seiner Asche verjüngt wieder aufersteht, ist von einer merkwürdigen Wucht, sobald man es, wie Erasmus von Rotterdam das getan hat, auf Reuchlin bezieht. Jan Hendrik de Boer hat ein etwas anderes Bild gewählt, als er das große vierte Kapitel seiner eindrücklichen Studie über die Genealogie des Reuchlin-Konflikts mit den Worten »Der Flug des Phönix« überschrieb. Was genau geschah aber nach seinem Flug, als Reuchlin 1522 starb? Einfach nur rückstandslos verbrannt ist er nicht. Seine Figur und seine Werke hatten auch den kommenden Jahrhunderten noch etwas zu sagen. Der alte Phönix wurde aber auch nicht bloß als gleichsam identischer Jungvogel wiedergeboren, sondern bei ihm fanden substanzielle Metamorphosen statt. Aus dem Brand, den Reuchlin den jüdischen Büchern ersparen wollte, sozusagen aus seiner eigenen Asche, ist in den vergangenen 500 Jahren auch etwas Neues entstanden. Der Humanist wurde posthum endgültig zum Morgenstern der Reformation, zum Wunderzeichen und zum Vater neuer Zeit erklärt bzw. verklärt. Ob der mythische Vogel nach 500 Jahren die Kraft hat, sich neuerlich zu verjüngen und vielleicht strahlender denn je zurückzukehren, werden die nächsten Jahre zeigen. Oberbürgermeister Peter Boch hat gestern Abend bereits einige Meilensteine der Reuchlin-Memoria in Erinnerung gerufen. Für das 19. Jahrhundert nenne ich ergänzend nur noch den Namen Ludwig Geigers, des Begründers der modernen Reuchlin-Forschung. Der von Raimund Leicht als Frage formulierte Vortrag Johannes Reuchlin, ein Vorbild der wissenschaftlichen Erforschung des Judentums bis heute, muss Corona-bedingt leider ausfallen. Bis wir uns da im späteren Zeitpunkt, wenn der geplante Band mit den Vorträgen dieser Tagung gedruckt sein wird, hoffentlich mit der schriftlichen Erörterung dieser Frage beschäftigen können, mag uns das Nachwort zu der in diesem Jahr erschienenen Neuauflage von Max Broths historischer Monographie Johannes Reuchlin und sein Kampf trösten. Karl-Erich Grötzinger hat diesem Nachwort nämlich passend zum Thema unseres Kongresses den Titel »Jüdische Reuchlin-Bilder« gegeben. Wer sich einen Überblick über die Reuchlin-Forschung in ihrer ganzen Breite verschaffen möchte, ist mit Stefan Reins detaillierten Forschungsberichten, den Reuchlinianer 1 bis 3 aus den Jahren 1988 bis 1994, immer noch bestens bedient. Reuchlins zwei religionsphilosophische Dialoge, seine Schriften zum Judenbücherstreit und sein Briefwechsel wurden seit den 1990er Jahren in modernen Editionen und neuen Übersetzungen erschlossen.
500 Jahre nach Erscheinen des Augenspiegel veröffentlichte David Price 2011 eine minutiöse, moderne Darstellung des Judenbücherstreits. 2015 legte Franz Posset seine umfassende neue Biografie des Humanisten vor, ebenfalls in englischer Sprache. Und ein Jahr später erschien Jan-Hendrik de Boers bereits erwähnte Studie zum Reuchlin-Konflikt, in der die vertrauten Meistererzählungen der Vergangenheit hinterfragt und oft regelrecht auseinandergenommen werden. Die Tagungsbände zu den 8 Reuchlin-Kongressen, die von 1991 bis 2014 bereits in Pforzheim stattfanden, decken ein beeindruckendes Spektrum von Themen ab. Am Anfang stand das zentrale Thema Reuchlin und die Juden. Es folgten Kongresse zu den politischen Rahmenbedingungen seines Wirkens und zu seinen Beziehungen zu Italien. Allgemeinere kulturgeschichtliche Betrachtungen wechselten ab mit einem engeren Fokus auf Reuchlins christliche Kabbalah und auf andere Interpreten, die sich auf Reuchlins Spuren mit jüdischer Literatur beschäftigt haben. Und auch die Themen Medialität, Netzwerke und Reformation kamen nicht zu kurz. Doch bei aller Euphorie und trotz einem durchaus berechtigten Stolz auf das in den letzten Jahren Erreichte, es gibt in der modernen Reuchlin-Forschung auch eine empfindliche, offene Flanke. Die Ausgabe seiner sämtlichen Werke, die 1996 und 1999 mit 2 Bänden verheißungsvoll begann und 2010 mit dem Erscheinen der lateinisch-deutschen Ausgabe von De Arte Kabbalistica fortgesetzt wurde, ist dauerhaft ins Stocken geraten. Wann und ob die ursprünglich projektierten übrigen 14 Teilbände noch erscheinen werden, steht in den Sternen. Langjährige Anläufe und mehrmalige Anträge seitens der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, die in Berlin begonnene Werkausgabe im Rahmen des Akademienprogramms der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften fortzusetzen, waren letztlich leider nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt aber freue ich mich erst einmal auf 2 Tage voller alter und neuer Perspektiven auf Johannes Reuchlin. Wir werden Vorträge zu einigen zentralen Themen der Reuchlin-Forschung hören. Zur Sprache kommen die Reuchlin-Bilder von Melanchthon, Erasmus und noch anderen Humanisten, die Rezeption seiner Schriften im Ausland, vor allem Italien, natürlich auch der Pfefferkorn-Reuchlin-Streit. Daneben geht es aber auch um die mitunter obskuren Erfindungen der Reuchlin-Ikonografie, um das in Reuchlins Briefwechsel dokumentierte Netzwerk, um Reuchlins barocke Biografen und Nachfolger und schließlich auch um die Reuchlin-Bilder des 18. bis 20. Jahrhunderts. Christine Christ von Wedel ist aus Reuchlins alter Wirkungsstätte Basel angereist und Pater Prior Elias Füllenbach hat sich aus dem Düsseldorfer Dominikanerkonvent in Reuchlins Heimatstadt aufgemacht, wofür ich sehr dankbar bin. Mit Stefan Rhein, Gerald Dörner, Saverio Campanini und mir ist übrigens das kleine Team, das ab dem Jahr 1994 Reuchlins Briefwechsel gesammelt, ediert und kommentiert hat, vollständig angetreten. Wenn ich meine bisherigen persönlichen Lektüreerfahrungen im Reuchlin-Jahr 2022 überdenke, dann ist es der im Reuchlin-Streit immer wieder schmerzlich hervorbrechende Anti-Judaismus, der mich am meisten beschäftigt und auch bedrückt. Dass die Wurzeln des Antisemitismus im Zeitalter von Humanismus und Reformation bereits ein wildes Geflecht bilden, wissen wir spätestens seit Heiko Augustinus Obermann. Dennoch ist es immer wieder ernüchternd, diesen Antisemitismus im Detail zu verfolgen. Thomas Kaufmann hat vor ein paar Jahren nochmals darauf hingewiesen, dass selbst Reuchlin im Augenspiegel durchgängig von Pfefferkorn als einem Taufjuden spricht. Und auch in den Epistulae Obscurorum Virorum wird immer wieder behauptet, dass man getauften Juden grundsätzlich nicht trauen dürfe. Es ist eine alte, hässliche Litanei von antisemitischen Versatzstücken. Christoph Markschies hat gestern bereits darauf hingewiesen. In der Erfurter Universitätsmatrikel findet sich das wunderschöne, farbenprächtige Rektoratsblatt des Crotus Rubianus,
mit seinem 17 Humanistenband. Wenn man dieses 1521 entstandene Blatt betrachtet und überlegt, welche Wappenschilde man gleichsam abhängen müsste, weil die durch sie repräsentierten Humanisten sich antisemitisch geäußert haben, dann bekäme die Malerei empfindliche Lücken. Neben dem zentralen Wappen von Brutus Robianus selbst, einem der Hauptverfasser der Dunkelmännerbriefe, sind die vier Wappen an den Ecken des Blattes durch ihre Position und Größe besonders hervorgehoben. Sie stammen von Erasmus, Mucianus Rufus, Reuchlin und Luther. Die Wappen von Erasmus und Luther müsste man sofort abhängen. Und auch das Wappen von Mucianus Rufus wäre wohl nicht zu retten, ist von ihnen doch der verstörende Satz überliefert: Odi circumcisos quamquam boni sunt plurimi et me bene meriti. Ich hasse die Juden, obwohl die meisten von ihnen gut sind und sich um mich Verdienste erworben haben. Sollten Sie nachher in der schön geschriebenen Ausstellung vor dem Rektoratsplatz stehen, können Sie das Gedankenexperiment mit dem Abhängen der Wappenschilde gerne fortsetzen, und dabei werden wohl noch weitere Schilde auf der Strecke bleiben, zum Beispiel das Wappen eines Ulrich von Hutten. Apropos Hutten. Einer der anderen Hauptakteure im 1730 erschienenen Hutenus de Larvatus des katholischen Kontroverstheologen Johann Nikolaus Weislinger war ein Standesgenosse Ulrich von Huttens, der südwestdeutsche Ritter Franz von Sickingen, der Reuchlin gegen Ende des Bücherstreits unterstützt hat und sich bis zu seinem frühen Tod 1523 auch für die Reformation engagierte. Von ihm berichtet Weislinger eine haarsträubende Geschichte. Als der Ritter auf dem Main von Frankfurt nach Mainz unterwegs war, habe er auf dem Schiff begonnen, mit einem Juden über die Religion zu disputieren. Als der Jude dabei, Zitat, etwas zu frei mit denen Worten wäre und ihm ganz unanständige Reden entfielen, habe der körperlich robuste Franz von Sicking ihn ergriffen, über Bord geworfen, dabei aber an den Haaren gepackt und gedroht, wenn er nicht ersäuft werden wolle, solle er sich unverzüglich von ihm taufen lassen. Da der Jude den Tod vor Augen hatte, willigte er ein, und der Ritter taufte ihn mit der üblichen Formel im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der weitere Verlauf der Geschichte wird dann bei Weislinger so erzählt. Als dieses geschehen, stellete sich Franz, als wollte er den getauften Juden herausziehen, stieß aber hiemit den armseligen Tropfen hinunter und ersäufte ihn. Sprach, heut habe ich Gott einen Menschen gewonnen und dem Himmel zugeschickt. Wäre er davonkommen und hätte wieder Zeit bekommen, in sich zu gehen, so wäre er endlich geraden Weg dem Teufel zugefahren. Diesen Bericht muss man vermutlich unter die Rubrik Fake News einordnen. Erfunden hat die Geschichte aber nicht Weislinger selbst, sondern womöglich der französische Jurist und Gegenreformator Florimond de Raymond, aus dessen Geschichte der Häresien des 16. Jahrhunderts Weislinger sie aus dem Lateinischen übersetzt, und zwar zusammen mit dem Hinweis, viele rechtschaffende Menschen verabscheuten die gräuliche Tat. Nur der Luther hat sie gelobt. Zitat Ende. Erfindung hin oder her, die Erzählung bildet ein erschreckendes Narrativ über einen von Reuchlins Unterstützern im Judenbücherstreit. Und angesichts derartiger Anknüpfungspunkte sehe ich den morgigen Vortrag von Stefan Wein schon mit großem Interesse, aber auch mit einem gewissen Bangen entgegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unter uns sind auch einige Referenten und Organisatoren der Reuchlin-Tagung, die in der kommenden Woche vom 6. bis 8. Juli in Tübingen stattfinden wird. Es freut uns sehr, dass Sie vorab den Weg zu uns nach Pforzheim gefunden haben. Und jetzt nur noch zwei technische Bemerkungen. Franz Posset kann aus gesundheitlichen Gründen auf unserer Tagung nicht in persona präsent sein. Ich werde das Manuskript seines Vortrags daher am Nachmittag verlesen. Da der Vortrag von Raimund Leicht morgen ganz ausfällt, werden wir am Freitag statt um 8.30 Uhr mit dem Vortrag von Ramona Roller erst um 9 Uhr beginnen. So haben wir vor der Kaffeepause noch ein wenig Zeit, den Dialog zwischen Wissenschaft und Schule etwas voranzubringen.
Eine Projektgruppe vom Pforzheimer Reuchlin-Gymnasium möchte nämlich kurz von ihrer intensiven Beschäftigung mit dem Werk Johannes Reuchlins berichten und gegebenenfalls die eine oder andere Frage an uns stellen.